Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Schlagzeugführung und herzlich willkommen zur letzten Episode mit dem Rack-System. Hier an dieser Stelle am Rack-System befinden sich sehr kuriose und interessante Aufbauten, die ich euch nicht enthalten lassen möchte und deswegen sage ich mal, los geht's. Stopp, bevor dieses Video hier weitergeht, möchte ich um einen Gefallen bitten. Und zwar darum, dass dieser Kanal hier abonniert wird. Also bitte drückt auf den Abo-Button und drückt auch auf die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und jetzt würde ich sagen, geht's nun wirklich los. Hier sehen wir jetzt die sehr kuriosen Aufbauten dieses Sets. Und ich gehe jetzt einfach mal hier so rum, um das Rack hier, und wir fangen hier beim Tambourine an, und zwar sehen wir hier, dass ich hier den SM934 benutze und hier das Tambourine habe, und das ermöglicht mir, dass ich das Tambourine hier entfernen kann und es auf verschiedene Arten und Weisen benutzen kann. Und da ich keinen L-Arm habe, habe ich mir gedacht, ich benutze den Beckenhalter für das Tambourine, und ich muss sagen, es sieht sehr ungewöhnlich aus, aber es ermöglicht mir sehr, sehr viele Dinge und es ermöglicht mir auch, das Tambourine wirklich auf verschiedenste Arten und Weisen zu benutzen. Weiter geht es hier mit der Kuhglocke, und da ist wirklich einiges ungewöhnlich. Also wir haben hier einerseits eine Stange, hier dann die Multiclamp und hier einen Beckenstecker. Und ja, hier die Stange ist auch was ganz Besonderes. Und zwar, sofern ich mich 13 Jahre lang zurück erinnern kann, sind bei den Tom-Haltern diese Stange und noch ein weiteres Teil mit dabei gewesen. Und zwar, es war so, dass diese Stange an eine Multiclamp dran gebaut werden konnte und dann ein zweites Teil da drauf gesteckt werden konnte und zwei von den drei Tom-Haltern da reingesteckt werden konnten. Und somit es ermöglicht wurde, dann, wenn man Ständer benutzt, dann diese Toms auch so zu benutzen. Aber so genau habe ich das auch nicht mehr in Erinnerung. Auf jeden Fall ist diese Stange hier von diesem Teil, und auch wo jetzt der Beckenstecker herkommt, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ein Teil, und der zweite Teil befindet sich hier bei der Snare. Und ja, das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich, dieser Aufbau, aber er tut genauso wie beim Tambourine seinen Dienst und er macht es wirklich sehr, sehr schön. Und weiter geht's hier mit der Snare Drum, und da gehen wir mal nach hinten, weil da können wir das deutlich besser sehen. Und zwar, wir haben hier den DW9300er Snare-Ständer aufgeteilt. Hier befindet sich da in der Ecke der zweite Teil. Und das Schöne bei diesen Snare-Ständern ist, man kann sie tatsächlich zerteilen und auf verschiedenste Arten und Weisen benutzen. Und eine davon ist halt eben die Rack-Montage meiner Snare-Drum. Und ich möchte euch das jetzt mal hier so zeigen. Und zwar, ich nehme die Snare jetzt hier raus. Und dann sehen wir auch schon diesen sehr außergewöhnlichen Aufbau des Ständers. Und zwar, hier ist dieser Ständer und dann ist hier dieses Verstellsystem. Und dann ist dieser Ständer auch genauso aufgebaut, denn so passt die Höhe hier absolut perfekt. Das muss ich wirklich sagen, es sieht sehr außergewöhnlich aus, aber es tut seinen Dienst gut.
jetzt versuche ich mal, jawohl, das klappt wunderbar. Ich muss nur noch die Kabel wieder etwas erhöhen und sie wieder befestigen. Ah! Das ist immer so eine Sache, denn die löst sich immer wieder. Aber ja, es sieht gut aus und so bleibt das jetzt auch. Ja, das waren also diese kuriosen Aufbauten. Das war's auch schon mit dem Video hier. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abonnieren und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao.